Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Entschuldigung mich dafür, dass der Sound im letzten Part ein bisschen zu leiser, so laut war, sollte in dem Part besser geregelt sein. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute weiter mit dem vorletzten und noch bevor es den Cup von unseren Grand Prix. Nämlich, und heute sind wir mal Donkey Kong, keine Ahnung, wie den schon waren. Ich sehe jetzt auf jeden Fall nochmal. Nehmen wir mal dieses tolle Gefährt hier und spielen den Special Cup mit langsamen Kotztrecken. Das wird dann noch schlimmer bei den letzten Cup, aber egal, wir sind erstmals beim Special Cup und da haben wir Stop Trockene Ruine, Mulmpickstraße, Bowser's Festung und ist Kotze, Regenbogen Boulevard, meine übelste Hassstrecke, wo ich übelst rage und verkacken werde. Also zum kleiner Kundensupport. Bitte tut in diesem Part die Kopfhörer leiser stellen. Es kann geratzt werden. Einfach mal sentimental darauf einstellen, dass hier gleich Dolle los sein wird. Immer besser, wenn man vorgewarnt ist bei solchen Fällen. So, Staubs trockene Wüste, Kämmer von der Wii U. Kam, glaube ich, ursprünglich sogar von der Wii, wenn es jetzt alles toll ist. Hab das nicht gerade nicht aufgepasst. Ist eigentlich kein so großes Problem, vor allem 56SM. Weil die Strecke keine ist. Klar hat es verändert, die Strecke. Ist vielleicht nicht mehr ganz so krass wie die jetzt das letzte Mal, also wie auf Wii U. Ist anders. Bei der Wii U ist man nämlich nicht durch den Tempel gefahren. Okay, hat doch nichts mehr mit der View-Strecke zu tun, ist komplett neu. Also die View-Strecke, weil die war ja zuerst, aber die View-Strecke war dann die Lage neu. Mit der Ende ist nur noch ganz grob zu vergleichen. Pyramiden-Yoshi ist nice. So, natürlich, Donkey Kong zieht ja die Bananen Magis an. Was auch sonst. Gut, hier wurde mal alles schön kräftig auseinandergenommen. Irgendwie konnte man den doch, glaube ich, noch ausweichen, aber ich habe keine Ahnung mehr wie. Also diesen Powerblock. Ich weiß nicht, dass man es mal konnte, aber wie? Wie gesagt, keine Ahnung. So. Ja, fliegt weg, ihr Fledermäuse. Das klappt auch nur so halbwert gut hier. Oh nein. Und die nächste erste Bombe. Okay, das ist der nächste Part. Hat eigentlich irgendwer gesagt, wie viel ich im letzten Part hatte? Kann ich gerne wieder machen. Gibt wieder 51 so gewinnen. Nächst. Ah. Das ist echt heftig. Und wie gesagt, richtig lustig wird das Ganze an 150er Hubraum. Den ich dann Part dann auch nochmal anspielen müsste. Dann übernächsten. Bin ich dann besonders gespannt drauf, wie das wird. So, hier gehen mal wieder ein paar schöne Grüße zurück. Und ich glaube, das hier geht jetzt sogar relativ gut aus, wie es da Stand jetzt ja danach aussieht. Das ist sehr zufriedenstellend. Wenn da nicht die Fledermäuse wären, die mich stören würden. So. Ja, also die Strecken werden zum Teil erst länger, ne? Ich meine, das hier 3.18 geht noch. Aber ich glaube, die Regenbogen Boulevard, wenn ich es richtig erinnere, ist total lang. Aller N64-Style mit 7 Minuten oder sowas. Da hat man sich erst in den Kopf gefasst und gedacht, ey, alles schön und gut, aber 7 Minuten ist mir ein bisschen Mondblickstraße. Die ist sehr, sehr schön. Die ist eine von meinen Lieblingsstrecken, ne?
die erinnert mich nämlich noch. Ich fand es so schade, dass sie noch auf keinen Teil mehr gab. All die Autos haben mich gestört. Die sollte, glaube ich, ein bisschen, ist jetzt so die Tots 8 auf Autobahn. Aber die war sehr schön mit dem Teil, wo man in der City fährt. Die Autos haben genervt. Aber dafür finde ich die vom Aussehen her übelst nice, die Strecke. Also die Autos gehen gar nicht, aber abgesehen von Autos ist die Strecke ganz cool. Und diese Pretty erinnert mich an die, wenn man so nach San Francisco reinfährt. Und auch sonst ist da eine wahnsinnig tolle Innenstadt. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, die Strecke. Also die ist ja richtig geil. Wieso gab es die auf keinen neueren Teil mehr? Die ist ja mal eine übelst nice Strecke. Fällt mir richtig. Also die ist wirklich eine von meinen, die ist meine Lieblingsstrecke in dem Spiel. Weil es ist jetzt schon. Mag ich noch lieber als diese Marios Piste oder wie die heißt. Wenn man die manchmal bremsen muss, wenn man. Wieder eine erste Bombe. Ich finde, die haben hier zum Teil auch wirklich sehr interessante Autos, ne? Ja, der war ein bisschen drauf achtet. Joa, das habe ich jetzt nicht gesehen. Finde ich gut, dass man so auch weiterfährt. Auch wenn man so als kleiner fährt und da auch langsamer und einfach anfälliger ist für irgendwelche Blue Cells, Red Cells, whatever. Fährt man halt trotzdem noch auch als kleiner Mario. Und das ist eine Sache, die ich sehr cool finde. Den habe ich wegen den Klecks jetzt nicht gesehen. Ich bin jetzt eigentlich auf einmal Fünfter hier. Hilfe. War doch gerade noch so ein Erster. Also die Map finde ich cool, aber ich erinnere mich an die nicht mehr so richtig. Wann da jetzt. Also ich erinnere mich schon noch dran, aber. Die Sache mit dem Autos hier ist halt unberechenbar, weil dann kommt da irgendwann mal irgendwo ein Auto dann dort. Also hier ist halt Ausweisen angesagt. Und die neuere, die wir kennen, ist halt diese, Toads Autobahn. Und mal wieder. Ach, das ist auch noch mit dem Blitz oder wie, ja moin. Aber ich persönlich würde die bevorzugen, Star Toads Autobahn, weil die ist halt übelst nice. Ah, die Strecke gefällt mir richtig, richtig gut. Erinnert einen, finde ich, ein bisschen voll an die Slate. Ja. So, ging doch hier soweit mal ganz gut. Wunderbar. Schauen wir uns mal an, was jetzt das nächste Rennen ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Uiuiui, Bowser's Festung immer wieder am Start. Bam! Also hier haben wir noch sehr gerne vor uns und diese, upsalala, die haben es, die sind, ja, ist klar hier, was kommt denn noch alles? Jetzt kommen halt meine richtigen beiden Hassstrecken, also da werde ich nichts reißen in den beiden, also gut, dass ich in den ersten beiden Erster geworden bin, weil hier werde ich in beiden nichts reißen. Eines immer als die andere, sowohl Regenbogen als auch, hier ist man das hat man was hier abgeht. Es ist wie so ein Endlevel von Bowser. Ja, Digga, was geht ab? Die werden die ja so in das Basteln und bitte den ersten 150er Raum. Die muss unbedingt 150er Raum spielen. Ich werde so hart. Was ist das, Alter?
Ja, genau, was geht dir ab, Alter? Ja, was ist das bei dem Spiel erst mit Humor? Ganz ehrlich. Also, wer es bei dem Spiel nicht mit Humor nimmt, den Spaß hier, der macht erst was falsch. Ui, kann ich wenigstens auch meine erste Bombe versenden. Zu gnädig. So. Ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich mich hier wirklich schaue, dass ich mich hier konzentriere, damit so eine Scheiße eigentlich hier nicht passiert. Also das ist echt meh. Und die ist dadurch vor allem richtig scheiße. Keine Ahnung, was genau die machen, dass die da irgendwie besser wegkommen. Ich weiß es nicht. Ja, mal wieder so ein schöner Block hier. Auch nice. Also seht ihr, hier geht's ganz schön ab. Boy, was war das jetzt hier? Na, shit, ich hinterfrag's einfach erst gar nicht so. Komm, Red. Joa, ist auch klar. Es muss hier was Gutes werden, weil ich weiß jetzt nicht, ich werde in der Regenboulevardstrecke so hart verkacken. Das heißt, mit Dritter bin ich in dieser States hier noch zufrieden. Irgendwas so, erster, zweiter, dritter, sehe ich noch ein, weil er ist beim Regenbogen-Dings definitiv höchstwahrscheinlich nichts Besseres als vierter reißen werde. Deshalb muss man da dann besonders schauen, dass man das irgendwie so hinbekommen. Gut, right now I know how to survive this in a good way. Wenn ich nicht dagegen geklatscht wäre. Eins der wenigen Male, dass ich wirklich Beschleunigungspilze habe. Ich werde so hart, dass ich bei der Way bei der Regenbogenpiste so oft die Size Beschleunigungspilze bekommen. Dass dann deshalb irgendwie runterfallen oder so. Es wird so hart, dass es einfach so sein wird. Das ist immer so, Leute. Es ist immer so. Merkt euch das. Weil mit B kann man Items länger behalten, habe ich es jetzt mal herausgefunden. Ich weiß, Frühshacker bin krass. Das denkt man sonst so gar nicht. So, aber wohl, ich bin Erster geworden, obwohl das einer von meinen Hassstrecken ist. Dann hier ist das selbst auch ein Mini-Bisschen Hoffnung jetzt für die Regenbogen-Boulevard-Strecke, auch wenn es nicht viel an Hoffnung ist, was es für die Strecke habe. Ja, nee, die geht halt überhaupt gar nicht, aber zum Glück ist das die letzte. Und danach gehe ich in die Badewanne und ins Bahnmess. So, come on, also, noch ein Rennen, David, und dann bist du fertig für heute mit deiner Produktion an Videos. Das überlebst du jetzt auch noch. Ich hoffe, dass das halt gut, die sind nur drei Runden, das heißt, das wird dann keine so eine 7-Minuten-Geschichte auf der N64 bei. Und hier ist erstmal das Runterfall. Die haben auch, glaube ich, großen F-Teil. Man sieht so schön aus, aber die ganze Stuff mit Runterfallen allen. Boah, das Dacke wird ein kleines bisschen uncool. Weil mir runterfällt und nicht mehr, glaube ich, auch einfach weg. Und nicht irgendwo, dass man da noch irgendwo landet, wo man halt trotzdem noch überlebt oder sowas. Digga, war das gerade scheiße knappe. Alter, was ist das für eine Froppröhre hier, Alter? Guck mir die Epilepsie allein beim Ansehen.
die hat schon was. Die sieht schon übelst nice aus und aufwendiger aus wie, muss ehrlich sagen, wie die Wii U-Version, so vom Streckendesign her. Aber ist halt trotzdem einfach übelst beschissen, diese Strecke. Wo ich hier runterfallen kann und Slugma ist tot. Und dieser ganze Spaß halt einfach 3 Runden lang geht. So. Der hätte ich durchfahren sollen. Ja, normal sag es mal, ne? Ja, man kann leider auch nicht abkürzen. Kann man zum Teil ja in neueren Teilen an, sag mal, gut gelegenen Stellen zumindest. Die erste wieder so scheiße knapp gerade hier, die Stelle. No Sock. Bam, das trifft uns jetzt mal wieder. Hier muss man ganz genau aufpassen. Wo man hinfährt, wenn man dieser tut, überlebt man das wird. Ich dachte, da muss weitergehen. War halt gerade von der Sicht her null in den Abgrund gesehen. Ihr habt das da auch im Video gesehen. Wenn ich spulte mal eine Sekunde zurück. Oder 3 Sekunden hin ist fest, dann wisst ihr, was ich meine. Aber Alter, das ist ja hier. Wenn ich das hier als Vierter rauskomme, bin ich zufrieden. Dieser Predator, der ist, was mattert der jetzt eigentlich hier und trifft nicht die gewünschte Person. Das verwundert mich gerade dezent hart. Aber okay, es hinterfragt das einfach mal nicht. Es ist besser für uns alle. Weil das ist die dritte Runde, würde es mich freuen, weil ich Mini auslisten hätte, erster zu werden. Lonsfeld aber ist das nicht die letzte Runde. Wir haben noch eine vor uns, wenn ich eins gelernt habe aus Markheit wie. Immer bis im allerletzten Moment bang, da kann immer irgendeine Scheiße kommen. Siehe diese erste Bombe zum Beispiel. Oder ähnliches Zeug, dass einen dann wirklich so den. Ich sollte nach vorne gehen, die Scheiße. Dass einer wirklich halt so einen Platz vermiest, den man eigenes haben wollte, sollte, whatever. Ist da halt auch nicht so krass gar. Toll, das ist wieder gar nichts hier. Aber super. Ah, nein! Ja, scheiße! Wieder noch der Mr. runtergefallen das letzte Mal, glaube ich. Ne, jetzt lernt auch nichts dazu. Digga, was ist das, Alter? Ja, komm, jetzt beim dritten Mal regt's auf. Das meine ich damit, dass irgendwas das Wissen kommt, man dann wegen so einer Scheiße dann Vierter wird. Das nervt. Wobei bei dieser Passstrecke von mir ist da nichts anderes Großes zu erwarten. So, kommt der Panzer jetzt hier an oder versmettert der ja auch irgendwo im Kosovo? Ist ja in diesem Spiel durchaus immer zu erwarten, dass hier irgendwas gewaltig schief geht. Dritter ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vor allem für diese Strecke ist in Ordnung. Ich meine, ich habe im Allgemeinen immer noch deutlich mehr Punkte und gehe als Sieger raus. Und damit danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao.